Das Projekt Telematik 2 ist ein innovatives Projekt des Rettungsdienstes sektorenübergreifend, bei denen wir zum Wohle des Patienten Daten nicht nur sammeln, sondern auch verwerten können, um so letztendlich zu einer Verbesserung der Qualität der präklinischen Versorgung beizutragen. Informationen, die im Notfall von den Patienten aufgenommen werden, direkt weitergibt an die später betreuenden Stellen wie Krankenhäuser, Ärzte. Eine Dokumentation kann letztendlich genauso zur Versorgung wie das Blutdruckmessen und die Beatmung. Dadurch sollte man erst beatmen und dann dokumentieren. Das österreichische Elga-Portal hat mir sehr gut gefallen. Mich hat beeindruckt, wie Patientenunterlagen den Ärzten auch nach einem Behandlerwechsel zugänglich gemacht werden. Ich glaube, das hilft den Ärzten, Patienten gut zu behandeln. Patienten fordern immer mehr, dass sie autonom sein wollen, dass sie selber bestimmen wollen, dass sie eine Zweit-Dritt-Meinung einholen. Wir wollen die Möglichkeit geben. Mit dem Elga-Bürgerportal haben Patientinnen und Patienten einen besseren Zugang zu ihrem persönlichen Gesundheitsplan. Das bedeutet mehr Überblick über ihre Befunde, ihre Medikamente und eine Steigerung der Patientenautonomie. Wir haben in Mainz ein Thema uns auf die Fahne geschrieben, nämlich die Einführung einer vollständig elektronischen Patientenakte mit Akte und Fieberkurve und das Ganze auch noch mobil. Wir wollen die Kollegen bei der Arbeit unterstützen und mit kleinen Apps große Effekte erreichen. Diese Applikationen sollen dazu beitragen, den Behandlungserfolg zu verbessern, den ökonomischen Nutzen zu erhöhen und zur besseren Therapie der Patienten beitragen.